Ja, und damit ein gutes Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Batman Arkham Knight 100% auf Share. Wir sind im Hauptquartier. Diese Jungs haben wirklich ihre Hausaufgaben gemacht. Was meinst du, woher sie ihre Informationen haben? Hm, ob Barbara es ihnen gesagt hat? Ach, immer deine Handlanger. Nur ein bisschen Folter und schon fangen sie an. Bitte aufhören! Ich verrate alle von Batmans Geheimnissen. Ist hier noch was zum Einsammeln? Nope. Okay. Ja, also wir sind im Hauptquartier vom Arkham Knight. Auf der Suche nach Gordon. Gordon ist gleich hinter dieser Wand. Ich muss sie mit dem Batmobil zerstören, damit ich zu ihm komme. Wenn ich das Batmobil irgendwie auf den Bohrer kriege, kann ich ihn vielleicht senken. Genau das haben wir vor. Ich muss dafür, glaube ich, hier hin. Der Commissioner hat dir vertraut, seine Stadt und seine Familie zu beschützen. Kannst du dein Versagen wieder gut machen? Liegt dein Schicksal immer noch in deiner Hand? Die Antworten auf diese Fragen erwarten dich, Ben. Und ich auch. So, ich habe mir gerade mal ein paar Minuten, Minuten, ein paar Sekunden Zeit erkauft. Und tschüss. Ich muss mal schauen, ob hier nicht auch noch irgendwo was war vom Riddler. Nope, erstmal nicht. Was mache ich denn? Der zweite Ventilator ist aus. Jetzt muss ich das Batmobil auf den Bohrer schaffen. Nur wenn ich jetzt da runtergehe. Erwischt mich dieses Geschütz, deswegen machen wir das ganz anders. Weiter komme ich mit der Winde nicht. Hey! Sollst du die Winde lösen? Wir sorgen jetzt dafür, dass dieser Bohrer nach unten gedreht wird. Das machen wir so. Und wenn das nämlich versucht rauszuziehen, dann dreht sich der gesamte Bohrer nach unten. So ein Lauschen. Warte mal. Nein, das war nicht der Bereich, wo ich weiterkomme. Wand, da müssen wir dann. Weiter wird es mit dem Bohrer nicht gehen. Sag mal, kannst du mal im Batmobil ausgewählt bleiben? Wir müssen nämlich noch. Das hat zerstört, damit ich auch wieder runter kann. So, vom Riddler ist hier nichts mehr, auch wenn hier überall alles grün ist. Warte mal, oder muss ich das scannen?
Nope, kein Objekt Gordon bisher. Wir kehren sowieso irgendwann nochmal später dann zurück, wegen den Rätseln, die auch hier waren. Da man die garantiert alle auch vom... Die kann man nämlich beim ersten Mal auch teilweise gar nicht machen. Weil ihr wisst ja auch wieder, das Spielchen mit den Riddler hier ist, dass dann alles freigeschaltet werden muss. So. Da muss ich mit dem Batmobil rein. Wo Gordon ist. Deswegen heben wir das Ganze jetzt wieder an. Ein Stückchen. Und ausklinken. Ist auch nichts zum Zerstören, oder? Okay. Oder doch? Nope. Hätte ja sein können. Sie scheinen sich ganz in der Nähe des Commissioners zu befinden. Ja, aber dieser Tunnel führt in die falsche Richtung. Durchsuch alle Pläne, die du finden kannst. Ich tue, was ich kann, Sir. Versuchen Sie, sich nicht zu verlaufen. Oh, jetzt kommt der Part, der frustrierend ist. Ein weiterer Bosskampf, aber der ist, der ist nervig. Deswegen habe ich, aber wegen dem hier habe ich nämlich den Nachbrenner verstecken müssen. Ich habe nämlich gar nicht mehr an den gedacht gehabt. Deswegen habe ich beim letzten Mal ja so einen Fehler gemacht und von den falschen Sachen gesprochen, die ich eigentlich upgraden wollte. Ich habe gefragt, ob es das in Schwarz gibt, aber dann wärst du bloß neidisch geworden. Du dachtest doch nicht, dass ich fort wäre, oder? Nein, das weißt du doch besser. Wer zu Boden fällt, muss sich wieder aufraffen, ja? Das habe ich von einem alten Freund gelernt. Jetzt nichts wie weg hier. Dieser Bosskampf besteht nämlich darin, dass wir diesen Bohrer da zum Zerstören bringen müssen. Oh nein, oh nein, oh nein! Aber das geht nur, wenn wir diese Hindernisse schaffen. Und ich hab den zu spät gesehen. Sieh mich an, wenn du stirbst, Batman. Sieh mich an. Also, zweite Runde, zweiter Bosskampf gegen den Arkham Knight. Der macht mich so fertig. Halt! Ich drehe mich in die falsche Richtung. Was war das denn jetzt schon wieder? Wieso hat denn das Auto sich so blöd gedreht? Du bist alt, vorhersehbar und hattest nie eine Chance. Wieso hat sich das denn so blöd gedreht? Nee. Was war das denn bitte? Schaff noch nicht mal den Anfang, dabei. Das war's, du Held. Leb wohl. Dabei gibt's eigentlich eine Stelle, da wird's noch richtig frustrierend und ich bin noch nicht mal dahin gekommen. Wah. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, gerne gefallen. Genau an diesen Stellen geht nämlich der Bohrer dann immer ein bisschen kaputt. Sir, es gibt keinen Ausweg. Ich fürchte, der Ausgang aus diesen Tunneln wird durch den Arkham Knight kontrolliert. Dann muss ich kämpfen. Panzerung und Bewaffnung des Batmobils sind diesem Fahrzeug nicht gewachsen. Ich aber schon. Ich finde einen Weg.
Gut. Wir müssen, das Auto vom Ark Knight. Wo bist du? Nähert sich mir. Und wo kommt er? Komm raus! Du kannst dich da unten nicht verstecken! Das ist gerade gefährlich, na, oder? Stell dich, Feigling! Okay, dann komm und hol mich. Ich fahr in der ersten Person Perspektive. Das macht's nämlich leichter. Du kannst dich nicht von mir verstecken. Das war's, Batman. Und rein hier in den Tunnel. Wir müssen nämlich jetzt immer den Arkham Knight in diese Tunnel locken. Damit er an diesen Minen sich kaputt macht. Gut, den Tunnel hätten wir. Versuchen wir es doch gleich hier drüben mit dem nächsten. Ich glaube, das ist nämlich das Schwierigere. Alles ist unter Kontrolle. Wir sind fertig, Trainee. Ich wollte hier was. Wir hatten einen Plan. Er wird leiden. Er wird sterben. Komm her. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Du hältst mich nicht auf. Du wirst hier unten sterben. Allein im Dreck. Du kannst nicht entkommen. Will John, ich warte, bis du herkommst. Da ist er. Ich finde dich, Batman. Komm her. Du kannst mir nicht wehtun, aber ich dir. Du hörst mir. Hehe, komm her, komm her. Dweet. Ja gut, er ist mir hier reingefolgt. Stirb! Aber das ist eigentlich leichter zu machen, wenn man Erstpersonenperspektive fährt. Nur daran hätte ich auch mal denken können, als ich eben davor schon versucht hatte. Ich weiß auch nicht, warum ich mich da so dappert angestellt hatte. Scarecrow hat recht. Die Welt sollte erfahren, was für ein wertloses Wesen du bist. Ich weiß das bereits. Und ich kann nicht mehr länger warten. Ich weiß auch nicht, warum ich mich da so dappert angestellt habe, um das hier zu initiieren. Aber egal. Du kommst hier nicht. Eine Phase und dann haben wir ihn. Zeig dich endlich. Mach ich auch. Ich warte nur, dass du kommst. Warte mal. Ich will nur mein Batmobil drehen. Dass ich gleich dann besser abhauen kann. Du kannst dich nicht von mir verstecken! Lass von mir sehen. Da. Das wirst du bereuen. Komm her! Da bist du ja! Nett, er hat mich gesehen. Ich zermalme dich! Das wollte ich sehen. Ist dämonisch geblieben. Ah, jetzt kommt die Phase, die ich dieser Party nicht hab. Aber gut, aus der Erstpersonenperspektive ist es ja weitaus leichter, als ich gedacht hätte. Sir, ich habe die Türverriegelung deaktiviert. Ich schlage vor, Sie gehen jetzt. Gute Idee, Alfred. Oh, der betrügt doch. Das ist doch Schmu. Kein Ausweg. Ich hab's geschafft. Dich in die Ecke gedrängt. Getan, was kein anderer je vollbracht hat. All die Jahre, all die Feinde. Keiner versteht dich so gut wie ich. Glaubst du, Crane hat Oracle von selbst gefunden? Ich hab ihm von Barbara erzählt. Ich hab doch gesagt, dass ich alles über dich weiß. Aber keine Sorge.
aus. Manche Geheimnisse bewahre ich für mich. Schönes Batmobil, du Schwein. Voll zerstört. Hey, der ist was von Riddler. Ach, einfach nur so. Komm her. Ich hätte mein Batmobil einfach zerstört, die Schweinehund. Dafür mache ich ihn kaputt. Ja, du hättest nicht zurückkommen sollen. Danke für den Ratschlag. Soll das lustig sein? Hey, miteinander, wir haben hier einen Spaß. Also, weißt du jetzt immer noch Witze? Du kannst mir nicht wehtun. Das weißt du, oder? Ich kann machen, was ich will. Niemand schaut zu. Nur du gegen uns alle. Ihr wisst ja nicht mal, was hier los ist. Oder? Aber ich schon. Sayonara. Ah, Mist. Klingt um Ausschalt für uns. Was willst du denn? Hahaha, die hat weggefetzt. Nein, das lass mir schön bleiben, Freund. Glaubt ihr, ihr könnt ihn besiegen? So läuft das nicht. Ach, ich hab's immer noch nicht freigeschaltet. Was? Dann halt gut nach. Mich heraus, Batman. Wir müssen zu Scarecrow. Ja, haben wir schon vor. Dreh dich um. Wer bist du? Du hast wirklich keine Ahnung. Oder Bruce? Jason? Aber du bist tot. Werd jetzt nicht sauer, Bats. Da habe ich dir wohl eine winzig kleine Lüge erzählt. Aber schau dir den Jungen doch nur mal an. Hast du gut gemacht. Haben wir. Du solltest stolz sein. Was ist denn los? Fehlen dir die Worte? Ich habe mehr erwartet. Das schmerzt. Der Joker hat mir den Film geschickt. Ich sah dich sterben. Lüg mich nicht an! Wie lange hat es gedauert, bis du mich ersetzt hast? Ein Monat? Eine Woche? Ich habe dir vertraut! Und du hast mich einfach sterben lassen! So ist das nicht gewesen! Du hast mir immer gesagt, Bruce, konzentrier dich auf das, was du erreichen willst. Und du schaffst es. Willst du wissen, was ich jetzt will? Dich sterben sehen! Du kannst dich nicht verstecken! Ich werde dich kriegen! Jason ist auf seiner Sniper-Position. Ich muss näher ran.